Heute kann Roger Wittmann Millionen verdienen. Doch dafür muss es jetzt schnell gehen. Wir haben ja schon. Hallo, Herr Wittmann. Hallo, schönen Tag. Er ist einer der mächtigsten Spielerberater Deutschlands, mit eigenem Privatjet. Wittmann hilft Fußballspielern, den Verein zu wechseln, handelt Verträge aus, baut Karrieren auf. Der Fußball hat sich in den letzten 30, 40 Jahren in einer Lichtgeschwindigkeit entwickelt, ist ein Industriearm geworden, der Milliarden, Milliarden, Milliarden bewegt. Finden Sie das verwerflich, dass da so viel Geld im Spiel ist, oder? Ach, ich finde die Diskussion lächerlich. Also ich weiß gar nicht, was für eine elendige Diskussion das ist. Es ist ein Mythos, der erschaffen wird. Man braucht ein Feindbild. Wittmann muss so schnell wie möglich nach Berlin. Wann landen wir jetzt? Ihm bleiben nur noch wenige Stunden, einen seiner Spieler bei einem neuen Verein unterzubringen. Klappt der Deal, lohnt sich das auch für ihn. Spielerberater, die Strippenzieher im Milliardengeschäft Fußball. Bei jedem Vereinswechsel eines Spielers kassieren sie mit, spielen mit harten Bandagen. Dieser Raubtierkapitalismus wird schärfer und schärfer. Die Branche ist undurchsichtig. Fans, Spieler und Vereine werfen den Beratern Geldgier vor. Ehemalige Nationalspieler berichten über ihre Erfahrungen. Dann bekommt das natürlich schon so ein Stück weit Menschenhandel-Charakter. Berichte über unsaubere Geschäfte und schwarze Schafe häufen sich. Dann steht vielleicht auch mal ein Koffer irgendwo. Und in dem Koffer sind keine Bonbons drin. Wir bekommen exklusive Einblicke in eine verschlossene Branche. Sind hautnah dabei, wenn sie ihre Deals aushandeln. Wir wollen wissen, wie groß ist der Einfluss der Spielerberater? Und sind ihre Geschäfte wirklich so dubios? Luca Tinnefeld träumt von der ganz großen Fußballkarriere. Er möchte Profi werden, so wie seine Vorbilder Lars Stindl und Moritz Stoppelkamp. Luca ist 11 Jahre alt und verbringt jede freie Sekunde auf dem Fußballplatz. Habe ich immer so Bauchkribbeln, wenn du dann einläufst und halt dir alle dann zujubeln. Und ja, das finde ich halt einfach sehr cool. Bis vor 2 Jahren hat er in seinem Heimatort in Goch gespielt. Dann ist er vom MSV Duisburg entdeckt worden. Schon jetzt ist er ein führender Spieler. Er kickt in der höchsten Liga seiner Altersklasse. In der Bundesliga West geht es gegen Vereine wie Schalke, Köln und Dortmund. Die Familie unterstützt ihn, wo es nur geht. Vor allem sein Vater Sascha. Ruhig mal mit links schießen, das ist viel besser als immer den richtigen starken Fuß. Na, sauber! Der Druck, der auf Luca lastet, ist enorm. Sein Leistungslevel wird alle 3 bis 6 Monate vom Club beurteilt. Wer nicht performt, ist schnell draußen. Sascha Tinnefeld weiß, wenn Lukas Aufstieg weitergehen soll, werden sie wohl spätestens in 2 Jahren Unterstützung von einem Spielerberater benötigen. Sind da schon die Ersten auf Sie zugekommen? Ja, das steht bei uns auch an. Wir diskutieren darüber auch. Freunde von mir sagen das auch. Wir sollen auf jeden Fall uns auch einen Berater zur Seite nehmen. Ja. Was bringt ein Berater? Was erzählen die Bekannten? Ja, also ich habe schon mal einen gehört, der hatte mir erzählt, dass die da mehr Geld rausschlagen hätten können mit einem Manager oder mit einem Berater. Ne? Da hätte man auf jeden Fall mehr rauskriegen können. Über Bekannte gibt es erste Berateranfragen. Aus seinem Team hatten einige schon Kontakt. Noch ist Sascha vorsichtig. Er will, dass Luca nicht an die Falschen gerät. Luca muss zum Training nach Duisburg. Während der Fahrt kümmert er sich um die Schule. Hausaufgaben mache oder lerne für Arbeiten oder so. Oder halt auch Handy spielen. Nervt halt ein bisschen mit dem langen Autofahren. Aber wenn ich dann da bin, dann ist das auch schon wieder alles vergessen, wenn ich dann Fußball spielen kann. Luca hat 3-mal die Woche Training. Eine Strecke bis nach Duisburg sind rund 65 Kilometer. Hinzu kommen Spiele an den Wochenenden in ganz NRW. Sagen wir mal 600 Kilometer pro Woche, das mal 4, können wir auch ausrechnen, sind 2400. Und ja, geht schon in den Kilometer, ne? Und auch an den Sprit. Finanzielle Unterstützung vom Verein bekommen sie nicht, noch nicht.
Ein Spielerberater würde hier sicher etwas raushandeln. Er hat junge Talente schon nach ganz oben gebracht, bis in die Nationalmannschaft. Thorsten Wirth ist Geschäftsführer bei einer der größten Spielerberateragenturen Deutschlands. Heute fährt er nach Leipzig, um einen seiner Spieler vor Ort zu treffen. Zu David Raum, einem Spieler, den ich seit vielen Jahren begleite und betreue. Ich glaube, wir haben uns damals in seinen U15-Tagen in Fürth kennengelernt. Heute, 9 Jahre später, ist er sogar Nationalspieler. Wie war Training heute? War ganz gut. Passt. Also donnerstags ist immer ein bisschen runterfahren, wenn Samstag Spiel ist. Thorsten Wirth hat dem 24-Jährigen im Sommer geholfen, von Hoffenheim nach Leipzig zu wechseln. Er besucht ihn regelmäßig, um ihm bei der Eingewöhnung in der fremden Stadt zu helfen. David Raum ist froh, dass er früh einen Berater gefunden hat, der es bis heute gut mit ihm meint. Denn davor haben viele versucht, ihn zu ködern. Früher wurde viel mit Schuhen gelockt. Ich kann dir Schuhe bestellen, was trägst du denn gerne? Ich kaufe dir ein paar neue Schuhe oder ich kaufe dir dies und das. Also da wurde viel mit Ware, sage ich jetzt mal, gelockt. Ja, so wurde sich das ein bisschen ergaunert. Aber ich war zum Glück immer klar im Kopf und wusste, davon darf ich mich nicht blenden lassen. Zu seinem Berater hat er eine enge Bindung. Er hilft ihm sogar bei der Planung der neuen Wohnung. Halt hier Esstisch hin. Hier Wohnzimmer, Fernseher. Hier hinten geht es in unseren Bereich auch nochmal. Aber den habe ich vergessen zu filmen, auch mit Schlafzimmer, hinten rum Bad. Man stellt sich immer vor, dass der Berater einfach nur mit den Vereinen telefoniert, sagt, ja, wollt ihr den Spieler ein bisschen Vertragszeug macht und dann die Kohle abscheffelt. Aber da spielt so viel anderes mit rein, was viel wichtiger ist, was die Leute draußen gar nicht mitkriegen, was da dahinter steckt, hinter diesem Job. Dass sein Berater an seiner Karriere mitverdient, stört David Raum nicht. Von Anfang an war da immer ein klares Signal auch, was sozusagen mitverdient wird bei einem Transfer. Sowas wird klar vorher besprochen und sowas gehört aber auch dazu. Ich bin Spätzünder, in mich wurde damals vertraut. Auch in den schlechten Phasen wurde mit mir viel geredet und wurde ich unterstützt. Und es hieß, bleib geduldig, bleib weiter dran. Und jetzt kann ich so ein Stück weit zurückzahlen. Und das ist natürlich immer schön für einen Spieler. Doch wie genau machen die Berater ihr Geld? Die Spieler müssen die Leistung nicht selber zahlen. Die Berater werden von den Vereinen bezahlt. Sie verdienen dabei sowohl beim Einkauf als auch beim Verkauf ihrer Spieler. Die Provision liegt in der Regel bei rund 10% vom Bruttojahresgehalt des Spielers. Je länger der Vertrag läuft, desto mehr Geld verdient der Berater. Das kann ein lohnendes Geschäft sein, wie diese Beispielrechnung zeigt. Ein Spieler verdient 2 Millionen Euro. Das ist in etwa das Durchschnittsjahreseinkommen eines Erstligaspielers. Davon erhält der Berater 200.000 Euro pro Jahr. Bei einer Vertragsdauer von 4 Jahren summiert sich die Provision auf 800.000 Euro. Berater haben in der Regel mehrere Spieler unter Vertrag. Es ist Ende August. In wenigen Stunden schließt sich das sogenannte Transferfenster. Im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 31. August dürfen Vereine Spieler einkaufen oder verkaufen. Danach können Berater erst wieder im Winter Spieler vermitteln. Wir dürfen in diesen entscheidenden Stunden in der Agentur Roof dabei sein. Thorsten Wirth und seine Kollegen betreuen die ganz großen Stars. Das ist unser Arbeitsbereich, unsere Agentur Roof. Genau, hier vorne seht ihr das Player Service Team. Hier wird sich fleißig um unsere Spieler gekümmert, 24/7. Roof vertritt insgesamt 135 Spieler. Der Spielermarktwert beträgt rund 550 Millionen Euro. Das ist mehr als der Etat mancher Bundesliga-Clubs. Die Agentur vertritt Weltklasse-Spieler wie Sadio Mané, Nationalspieler Kai Havertz, Serge Gnabry und Marc-André Ter Stegen. Außerdem Naby Keita von Liverpool und David Raum. Sadio Mané, gerade zu Bayern gelotst. Der Transfer des Sommers, oder? Definitiv für uns als Agentur, ja. Das muss man sagen. Ich wüsste nicht, was da sonst noch war, oder? Wahrscheinlich, ja. Das müssen andere beurteilen. Kurz vor Ende der Transferphase ist jetzt die letzte Chance, noch Geschäfte zu machen. Während der Dreharbeiten muss Thorsten Wirth immer wieder telefonieren. Servus, grüß dich.
Gehen wir mal schnell ein Update. Wo stehen wir eigentlich bei Maurice? Hat sich das nochmal irgendwie bewegt, oder? Ja, das ist negative leider. Oh, ja. Und dir eine Deadline gesetzt, oder? Der Verein erhöht den Druck im Poker um den Spieler. Um wen es geht, dürfen wir nicht sagen. Doch es sieht nicht gut aus. Wenn der Vertrag klappen soll, müssen Thorsten Wirth und sein Team mit einem neuen Angebot nachlegen. Es geht in diesen Stunden noch um zwei, drei letzte Deals, die Millionensummen ausmachen könnten. Wir haben wirklich sehr viele Transaktionen diesen Sommer gehabt. Zum Glück viele wichtige und große in der frühen Phase des Transferfensters, sodass die letzten Tage für uns intensiv sind. Wir jetzt aber nicht auf ganz, ganz heißen Kohlen mehr sitzen. Aber dieser Deadline-Day ist ja sagenumwoben. Wie läuft sowas ab? Ist schon eine besondere Phase des Jahres, weil man wirklich auf diesen Punkt, auf diese Deadline hinarbeitet. Also wir haben schon Transferphasen durchgemacht, wo wir wirklich am letzten Tag nochmal ganz mit heißer Nadel Verträge gestrickt, gelesen, verschickt haben. Spielerwechsel sind auch ohne Zeitstress kompliziert. Wenn Sie jemanden im Familienkreis beispielsweise erklären, was Sie den ganzen Tag machen, was sagen Sie denen? Wenn ich erkläre, dass es eigentlich wie eine Personalvermittlung in der Wirtschaft ist, wie ein klassisches Headhunting, dann verstehen die meisten eigentlich, was die Tätigkeit ist. Und so ist es auch beim Spielerberater. Er versucht den Arbeitgeber, den Fußballverein und den Arbeitnehmer, den Fußballspieler, auf den gleichen Nenner zu bringen und da ein Vertragsverhältnis herzustellen. Das ist wahrscheinlich die Kerntätigkeit. Mittlerweile hat sich die Industrie aber so verändert und entwickelt, dass neben dieser klassischen Vertragsvermittlung noch unglaublich viele andere Tätigkeiten unseren Alltag bestimmen. Zum Beispiel? Das Thema Performance, das ist ganz viel das Thema Vermarktung in der Spitze. So ein Fußballspieler ist zum großen Teil Spieler, auf der anderen Seite ist aber auch Marke. Er ist Werbebotschafter. Das Thema Presse und Social Media. Spielerberater ist kein erlernbarer Beruf. Es gibt keinen Studiengang und auch keine Ausbildung. Der 44-Jährige hat Betriebswirtschaft studiert, dann bei einem Sportartikelhersteller gearbeitet. 2013 ist er Spielerberater geworden. In diesem Sommer hat seine Agentur 77 Transaktionen durchgeführt, also Verträge verlängert oder Spieler transferiert. Und auch die letzten drei Spielerwechsel haben zum Ende des Transferfensters noch geklappt. Der Umsatz der Agentur liegt bei über 100 Millionen Euro. Welche gigantischen Summen in diesem Markt im Spiel sein können, zeigt das Beispiel Kylian Mbappé. Laut New York Times soll der Spieler von Paris Saint-Germain 83 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Außerdem sollen für die Vertragsverlängerung 125 Millionen Euro Provisionen geflossen sein. Astronomische Zahlen, auch beim Transfer des Brasilianers Neymar. 2017 wechselt der Spieler von Barcelona nach Paris. Ein internes Vertragsdokument enthüllt, die Transfersumme an den Verein beträgt fast 231 Millionen Euro. Neymar selbst erhält fast 270, sein Berater satte 28 Millionen Euro. Insgesamt geht es bei dem Deal um fast 530 Millionen Euro. Die Dokumente stammen von der Enthüllungsplattform Football Leaks, auf der Whistleblower geheime Dokumente aus dem Profifußball veröffentlichen. Zurück im Privatjet von Roger Wittmann, einem der mächtigsten Spielerberater Deutschlands. Er vertritt unter anderem die Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer. Außerdem Roberto Firmino vom FC Liverpool. Wittmann muss so schnell wie möglich nach Berlin, um einen Millionenvertrag unter Dach und Fach zu bekommen. Doch der Flug verzögert sich. Ist so schlechtes Wetter. Oh, okay, das ist, wie es ist. Wegen des Unwetters hat die Maschine 4 Stunden Verspätung. Der persönliche Kontakt ist für ihn das alles Entscheidende in dem Geschäft. Doch wenn der Termin platzt, könnte ein anderer schneller sein. Ich glaube, dass wir da mit harten Bandagen kämpfen. Aber wir verteidigen ja auch eine Position, das ist die des Spielers, der übrigens die wichtigste Säule im Fußball ist. Nicht der Verein ist das Wichtigste, sondern es ist der Spieler. Nur der Spieler füllt die Stadien. Als Wittmann in der Hauptstadt landet, ist sein Termin für heute gecancelt worden. Jetzt muss er versuchen, morgen alle an einen Tisch zu bekommen. In wenigen Stunden schließt sich das Transferfenster.